Eigentlich sind die Aktienmärkte im kurzen Zeitfenster derzeit überverkauft und die Bullen haben deswegen eigentlich eine gute Chance, einen Konter zu setzen, wie ich heute Morgen getitelt hatte. Aber wenn sie diesen Konter nicht nutzen, dann droht Gefahr, dann könnte dieser Markt implodieren. Nach dieser fulminanten Rallye bis Juli könnte es dann in der zweiten Jahreshälfte sehr unangenehm werden, wenn nämlich die Prämissen, auf der diese Rallye basierte, schlicht nicht eintreten. Die lauten erstens, die Fed wird bald die Zinsen senken. Die lauten zweitens, China wunderbar nach der Öffnung, nach den Corona-Lockdowns, wird da ein Wirtschaftswunder passieren. Das Gegenteil ist der Fall und das ist natürlich ein bisschen doof in dieser Situation, wenn jetzt auch die Kapitalkosten steigen, also die Kapitalmarktzinsen steigen, Geld immer teurer wird. In meiner jugendlichen Unschuld hatte ich deswegen heute Morgen getitelt: Aktienmärkte auf der Kippe. Die Bullen brauchen jetzt den Konter, weil eben der Markt überverkauft ist und wir an charttechnisch sehr neuralgischen Marken stehen. Das wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Hier sehen wir zunächst mal Bullish Percentage Index im S&P 500 überverkauft im kurzen Zeitfenster. Wir sehen, der Markt schwingt oft zwischen überkauft, das war noch zuletzt der Fall, in jetzt überverkauft. Normalerweise kommt dann irgendwie so ein Bounce, bis wir dann überverkauft sind und dann kommt wieder eine Korrektur. Das wäre zumindest der logische Verlauf. Aber hier sehen wir mal, der S&P 500 jetzt an seinem aufwärts unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit März, also seit diese Rallye nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, in Gefolge der Bankenkrise in den USA, die dann zu der Erwartung geführt hat, dass die Fed schon bald die Zinsen senken wird. Wir sehen, der VIX ist im Weekly, im Daily Chart ausgebrochen. Also da ist ein deutlicher Anstieg der Volatilität zu beobachten. Und wenn jetzt diese Aufwärtstrendlinie, die wir hier in einem anderen Chart von Ron Walker nochmal sehen, wenn die gebrochen wird, dann bestünde Potenzial, dass wir an die untere Trendkanalbegrenzung laufen, der Rallye seit Oktober, also seit die Märkte ihr Tief gefunden hatten. Das war beim S&P 500 so um und bei 3500 Punkte. Jetzt würde es bedeuten, wenn wir an diese Trendkanalbegrenzung liefen, dann wären das 4200 Punkte in etwa oder würde diese verlaufen bei 4200 Punkten. Das wären weitere 8,6%, die da noch mal obendrauf kämen der bisherigen Korrektur. Und jetzt sagt zum Beispiel der Dauerbulle Tom Lee, naja, August, und damit hat er natürlich recht, ist generell ziemlich tricky, ein tricky Monat, weil tendenziell Aktien oder tendenziell Geld aus den Aktienmärkten fließt, als zufließt. Wir haben oft eben dann eine dünne Liquidität und sagt, aber vielleicht ändert sich das jetzt am Ende des Monats, wenn wir die frischen Inflationsdaten dann aus dem August bekommen. Und maybe that's when markets start to get better. Okay, Inflationsdaten, also die Hoffnung, dass die Inflation zurückgeht. Jetzt schauen wir uns mal den Cleveland Inflation Now Tracker an, also praktisch schon Realtime-Tracker, der von der Cleveland Fed herausgegeben wird. Und hier sehen wir August 0,79%. Das wären also gerundet 0,8% Anstieg der Inflation in einem Monat. Zum Vorjahresmonat wären das dann 3,8%. Wir waren ja zuletzt bei plus 0,2% und 3,2% Vormonat und Vorjahresmonat bei der Inflation, aber 0,8%, das wäre der echte Hammer, wenn dem so wäre. Nun wissen wir, dass dieser Cleveland Fed Inflation Tracker normalerweise das ein bisschen überbetont, die Inflation, so war es zumindest in den letzten Monaten, aber ziehen wir mal einen Schnaps ab, sagen wir mal, es sind 0,5 oder 0,6 statt diese aufgerundeten 0,8, dann wäre das immer noch ein ziemlicher Schocker. Also von diesen Inflationsdaten, wenn dieser Cleveland Fed Inflation Tracker nicht komplett daneben liegt, da würde nicht gerade eine Unterstützung der Märkte ausgehen. Und wir sehen ja, dass im Juli zum Beispiel der Ölpreisanstieg und die Anstiege der Benzinpreise in den USA überhaupt nicht in diesen Inflationsdaten irgendwie aufgenommen wurden. Das dürfte sich dann im August ändern. Und das große Problem, das die Märkte jetzt haben aus meiner Sicht, warum normalerweise jetzt eigentlich ein Bounce nach oben erfolgen müsste, aber vielleicht nicht kommt, ist die massive Long-Positionierung gerade von diesen CTAs. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, wo Nomura warnt. Also wenn da jetzt was nach unten geht, 1%, dann ist da schon eine Verkaufswelle, und wenn 2% der S&P verliert, dann kommen vor allem diese CTAs, diese Vermögensverwalter, immer mehr unter Druck, dann sind deren automatisierten Handelssysteme gezwungen zu verkaufen.
Und nicht nur diese CTAs stehen auf der Long-Seite sehr, sehr exponiert, sondern eben jetzt auch immer mehr die von der Bank of America befragten Großinvestoren. Hier sehen wir der Most Crowded Trade, Tech, noch mehr als im Juli mit 60%. Man ist übrigens auch ziemlich short in China Equities, hat bisher ganz gut funktioniert. Long Big Tech seit August jetzt nicht mehr so gut. Der Nasdaq jetzt so um und bei 7% korrigierte Seite dem hoch. Also da ist eine große Positionierung, weil die Leute sagen, naja, diese Tech-Story geht weiter, obwohl die Renditen und damit die Kapitalkosten und damit Geld teurer wird, also steigen und Geld wird damit teurer. Und so warnt jetzt ein Hedgefonds, einer der Außenseiter, Meinungen an der Wall Street vor einer harten Landung der US-Wirtschaft und einem drohenden Ausverkauf mit dem Argument strengere Kreditvergabestandards. Yes, that's true. Erste Anzeichen einer Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt haben wir auch gesehen. Und das würde signalisieren, dass die US-Wirtschaft auf eine harte Landung zusteuert, so sagt es Nicholas Ferris. Und saisonale Faktoren kommen dazu, sodass er sagt, dass es im September oder Oktober wahrscheinlich zu einem massiven Abwärtsmove kommen kann. Die Leute werden in Panik geraten und verkaufen. Das ist dann die Gelegenheit für uns aufzustocken. Also da wartet jemand auf den Ausverkauf, weil alle noch zu stark positioniert sind, zu optimistisch sind und denken, Mensch, das geht doch immer weiter nach oben. Aber vielleicht ist es the tendency for rates to be higher, also dass die Zinsen und die Kapitalmarktzinsen länger hoch sind, vielleicht noch steigen. Das hat irgendwie ist nicht so wirklich auf dem Schirm der meisten Investoren, wie Greg Peters von PGIM hier sagt. Ich glaube nicht, dass die Investoren wirklich die Realität akzeptiert haben, dass die Zinsen, dass die Kapitalkosten länger hoch sein werden. Man hat sich also an diesen Gedanken so gewöhnt seit der Bankenkrise ab März, dass die Fed ja die Zinsen schon irgendwie senken muss. Das aber passiert vielleicht nicht und erklärt auch oder eine Erklärung für die bisher so mangelnde Wirkung der ja doch durchaus hohen Zinsen, wir sind über 5% in den USA, dass die Unternehmen damit noch keine Probleme haben, das hat Michael Arroy hier herausgestellt, ist, dass bei den S&P 500 Unternehmen dann meistens Anschlussfinanzierungen erst nach 2030 passieren. Das heißt, die spüren diese Zinsen nicht. Die haben sich zwar vollgesogen mit Krediten, aber das noch zu sehr günstigen Konditionen aus der Nullzinsphase. Und wir sehen, dass eben diese Investoren, diese Großinvestoren von der Bank of America befragten Großinvestoren in Equities jetzt stark aufgestockt haben, vor allem in Tech stark aufgestockt haben. Man hat Cash sehr stark abgebaut, das ist auffällig und hier diese Cashquote von jetzt 4,8%, die ist nicht mehr allzu hoch jetzt. Wir haben im Oktober noch eine Cashquote von weit über 6% gehabt. Oktober war das Tief S&P 500 bei 3.500 Punkten. Das ist immer weiter zurückgegangen, das heißt, die Dickfische haben das Geld in Aktien investiert, stehen dementsprechend auf der Long-Seite und sind eben auch, und das ist ein weiteres Problem, der Überzeugung, dass eigentlich die Anleiherenditen fallen müssen, also die Kapitalmarktzinsen fallen müssten, aber das Gegenteil passiert. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 4,24%. Ich hatte immer wieder diesen Widerstand bei 4,25 für die 10-jährige Benchmark-Rendite hier benannt. Mithin, die sind also auf dem falschen Zug. Die erleiden Verluste, weil die Kapitalmarktzinsen steigen. Diese steigen, weil die Aussicht, dass die Fed die Zinsen bald senkt, immer geringer werden. Erstens und zweitens, weil die Amerikaner immer mehr Schulden auf den Markt werfen über die Emission neuer Anleihen. Das könnte ganz, ganz bitter werden. Und hier sehen wir auch, dass diese Überzeugung, dass die Fed die Zinsen sinken wird, extrem hoch sind nach wie vor. Also Big Conviction, the Fed will cut rates next year. Also man geht davon aus, naja, dann spätestens nächstes Jahr. Aber wer weiß, was da noch alles passiert, was da kommt. Zumal die Rezessionserwartung dieser Investoren jetzt deutlich geringer ist als etwa noch im Herbst letzten Jahres, nachdem wir ja teilweise sehr starke Daten gesehen hatten, zum Beispiel Einzelhandelsumsätze gestern aus den USA. Und diese Erwartung, dass keine Rezession kommt, die wird jetzt bestätigt durch den GDP Now Tracker. Der Atlanta Fed, also praktisch so ein Wirtschaftswachstum, BIP-Wachstum, Live-Tracker könnte man sagen, da sind wir jetzt auf 5,8%.
Für das dritte Quartal 2023, gestern waren wir noch bei 5,0, jetzt sind wir bei 5,8. Sven Hendrik sagt, naja, vielleicht sind wir dann nächste Woche bei 10, warum nicht? Weil wir sowieso ja Fantasienummern publizieren, also Fantasiezahlen publizieren. Nein, nein, meine Damen und Herren, da hat die Biden-Regierung gar kein Interesse daran, die Zahlen ein bisschen aufzuhübschen. Warum auch? Ne? Man ist ja schließlich fast schon im Wahlkampf. Und da ist man doch besonders klar und ehrlich. Jetzt aber das große Problem. Was macht der China? Da geht es ein bisschen drunter und drüber. Hier sehen wir, dass eigentlich soll die globale Wirtschaft wirklich so toll laufen, wenn China nicht mitmachen kann, weil eben da die Daten so schwach sind, weil die Wirtschaftspolitik, die Lockdown-Politik von Xi Jinping einfach katastrophale Folgen gehabt hat. Hier sehen wir mal die Lücke zwischen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, haben wir gerade gesehen, 4,24%. Und den chinesischen Bonds, die beträgt jetzt 160 Basispunkte, so viel wie seit 2007, nicht mehr heute. Dann Fitch mal mit einer kleinen Bombe. Ja, wir könnten ja das Kreditrating von China derzeit A+ abstufen, vielleicht, wenn, müssen wir mal gucken. Das wäre natürlich durchaus berechtigt, wenn wir uns mal die Gesamtverschuldung Chinas anschauen. Die liegt bei über 300% des BIP, weil vor allem die Unternehmen extrem verschuldet sind, aber zunehmend auch die Konsumenten eben sich verschuldet haben, Immobilienkäufe. Da hat man Kredite aufgenommen. Dementsprechend ist das natürlich eine massive Verschuldung, mehr als das Doppelte als die USA auf jeden Fall. Und jetzt ist die ganz große Frage, was passiert da in China? Wir sehen, dass die 10-jährigen Anleiherenditen für China jetzt bei 2,6% sind. Das ist auf dem Tief der Corona-Krise oder auf demselben Niveau wie im Tief der Corona-Krise. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Zero Hedge hier schreibt. Entweder wir sehen eine ökonomische Implosion Chinas, die dann eine deflationäre Schockwelle durch die Welt sendet, was bedeuten würde, super long duration, heißt übersetzt, da könnte man sagen, naja, dann kauf länger laufende Anleihen, denn deren Kurse würden steigen und die Renditen würden fallen, oder geh long in Commodities, also in Rohstoffen, weil China eben dann Helikopter-Money verteilt, weil China all-in geht mit neuem Stimulus. Das würde dann praktisch die Inflation wieder massiv nach oben bringen. Also entweder oder, entweder Chinesen, die Regierung macht etwas oder sie macht eben nichts. Wenn sie nichts macht, dann könnte es richtig eng werden. Das sehen wir schon beim chinesischen Yuan, der jetzt in der Nähe des 14-Jahres-Tiefs derzeit handelt. Wir erinnern uns Sommer 2015, an den ich mich noch gut erinnern kann, auch August. Damals hat überraschenderweise die Regierung, die Notenbank des Landes, den Yuan massiv abgewertet. Damals die Aktienmärkte geschockt. Ich kann mich noch erinnern, hier Nasdaq Future, S&P Future Limit Down, also 5% gefallen, vom Handel ausgesetzt, dann wieder Handel, dann 8% gefallen, vom Handel ausgesetzt. Aber richtige Panik am Markt und wir sehen, wie stark der Yuan jetzt abgewertet hat zum US-Dollar. Hier ein Chart Dollar-Yuan seit Anfang August, da sind wir von 7,16 jetzt mal eben auf 7,33. Das sind in diesem Bereich sehr, sehr große Bewegungen. Überhaupt Dollarstärke ja das große Thema, auch als Gegenwind neben den so stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen ein Belastungsfaktor für die Märkte. Jetzt nochmal to something completely different. Dollarstärke auch das Thema für den russischen Rubel, der Vladi, nämlich der Putin. Der hat jetzt müssen ausrufen eine Sondersitzung, weil gestern hatte ja die russische Notenbank den Zins deutlich angehoben unter Berufung auf die Inflation. Aber die Inflation ist in Russland eigentlich deutlich gefallen in den letzten Monaten. Das kann es nicht sein. Nein, es war die Stützung des Rubels, die man versucht hat, die aber nicht geklappt hat. Der Rubel kurz aufgewertet, dann wieder abgewertet. Hier sehen wir rechts Joe Biden, der im Auto sitzt und sagt, oh, er sieht da desaströse Bilder aus dem Auto heraus und sagt, das ist ja viel Elend. Schau mal, was der Putin angerichtet hat. Nein, Herr Präsident, das ist Los Angeles. Kleiner Scherz am Rande, aber auch die Amerikaner haben ihre Themen. Wie lange können die Schulden der Amerikaner noch in diesem Maße steigen, wenn gleichzeitig die Zinsen so hoch sind? Zumal die amerikanische Regierung immer mehr jetzt auslaufende Anleihen neu refinanzieren muss, zu viel, viel höheren Zinssätzen. Derzeit zahlt man schon 1 Billion Zinsen oder Dollar für Zinsen im Jahr. Das könnte, wenn das so weitergeht, bei 1,5 Billionen sein. Wie lange geht also diese Lawine, die da jetzt runterrollt an Zinsen und Schulden, die das explosive Gemisch, wie lange geht das gut? Erste Artikelempfehlung und zweite und letzte Artikelempfehlung,
China, seit der Machtübernahme von Xi Jinping verschwinden immer mehr Statistiken, zum Beispiel jetzt die zur Jugendarbeitslosigkeit. Und hier ein Artikel, der erklärt, warum China die Daten verschleiert. Da gibt es durchaus eine Motivation, aber das Problem ist, lieferst du keine Daten, dann bekommst du kein Vertrauen. Das Vertrauen in die chinesische Regierung ist nicht nur seitens der Bevölkerung, sondern vor allem seitens ausländischer Investoren deutlich gefallen. Und in der Krise, da muss etwas passieren. Vielleicht Krieg als Ablenkungsmanöver, wir wissen es nicht. Also diese beiden Artikel heute 20 Uhr, dann FOMC-Protokoll, FED-Protokoll bei Finanzmarktwelt reinschauen. Ich sage Servus, ciao.